Pardon, hat die Unfugseite gehabt, hat Titanic auch gehabt, die hieß halt anders. Bei Pardon waren die Fronten klarer. Da war auch noch einfacher, man konnte da wirklich draufhauen. Inzwischen war die Umwelt auch etwas differenzierter und nicht mehr so deutlich adenauerhaft. Und da musste man sich schwer was einfallen lassen. Da gab es also mehr Kultursachen und die Medien waren ein Objekt. Die Filme, etwa Fernsehen, war mit Pardon noch nicht so. Also da gab es mehr Medienkritik und Medienparodien. Und also das Bezugsfeld war reichhaltiger bei Titanic. Und der Pioniergeist von Pardon war natürlich klar, wir hatten alles zum ersten Mal gemacht. Inzwischen waren die Leute erfahrene alte Hasen bei Titanic, kam auch Junge dazu. Das muss noch gesagt werden, bei Pardon die Besatzung haben sehr rasch gewechselt, also auch die Chefredaktion. Und der Nickel hat immer wieder neue Leute hergeholt. Und er hat mal eine ganze Zeit lang die Liedermacher hergeholt, die dort waren. Walter Mossmann war dabei, Hannes Wader war Pardon-Redakteur und waren noch ein paar dabei. Und andere noch, die dann später im Journalismus Karriere machten. Der Otto Köhler, der immer noch harte Sachen schreibt, in der Konkret jetzt und im Spiegel war Das waren also Nickels Leistung. Bei Titanic hatten wir nicht solche Superstars. Nickel hat auch den Wallraff geholt, nee, der dort anfing. Titanic hat keine Stars gehabt. Jeder war ein Star natürlich. Und hat aber, ja, es waren dann vergleichsweise die Alten, müsste man sagen, die Schwierigkeiten in der neuen, komplizierter gewordenen Welt da zusammenbasteln mussten. Aber Pardon hat einen größeren Erfolg gehabt. Die haben mal über 100.000 Auflage gehabt. Titanic ging nie über 50.000, 60.000 raus.